mehr wirst du auch nicht können. Kapilz. Deswegen jetzt der Wechsel auf Kramchef. Ach, du gehst mit dem scheiß Delegator, ernsthaft? Naja, was ist sowieso, weil ich. Was ist sowieso jetzt ein Delegator, was ist denn los? Toxic Orb. Du hast bestimmt noch irgendwas. Du hast bestimmt Fassade drin. Die Frage ist, was hast du vor? Hör doch auf mit dem Mist. Aber man kann es eh nicht mehr. Willst du jetzt die ganze Delegator gegen mich spammen oder was? Hör auf damit, Alter. Geh mir nicht auf Eier. Irgendwas ist da jetzt gerade. Du ziehst jetzt gerade nur unnötig die KP, aber ich meine, ich habe noch ein paar. Hab noch Fliegen oder so drin. Ich verstehe gerade die Herangehensweise nicht. Es ist jetzt nur sinnfreier, als AP rauszuziehen, oder? Weil du wirst jetzt durch deine scheiß Fähigkeit wieder ein bisschen was an KP gewinnen, aber du wirst jetzt nicht mehr. Du wirst ja danach nicht, wirst ja danach weg sein. Das ist ja klar. Das kannst du ja nicht machen. Hegelsamen. So, das war's. Chiltera. Deswegen der Wechsel jetzt wieder zurück auf Rex Bizarre. Ich werde sowieso nicht anfangen können. Steinkarte. Ach, leck mich doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht sein. Ja, natürlich kriegst du noch einen Volltreffer. Ernsthaft? Das komische Rex, nimm das Viech mal raus. Super, danke für den Volltreffer. Gut, hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Nur gut, machen wir es so. Sonnenflora. Na gut, okay. Erwartet hätte ich jetzt nicht, dass ich jetzt so Probleme kriegen wie kriege. Ja, du hast jetzt deine scheiß Solarstrahlen. Ne? Ich glaube, durch den Sonntag, oder? Ne, hast du nicht. Haha, so weit kommst du gar nicht. Verdammt, ich doch, das kommt zu weit. Ich dachte mir, geil, den oder? Nein!
Das sind 1 KP. Das sind vielleicht 1 KP und deswegen kann das Vieh seine Attacke einsetzen. Sonst wäre es weg gewesen. Ist aber nicht schlimm. Du wirst eh jetzt durch die Dings gegrillt. Durch dieses Hagelkörner zerlegt. Das ist jetzt, das Fliegen ist jetzt quasi mit weniger. Oh, ich hoffe, dass ich durchsetzen kann. Also ich komme noch. Kidose. So. Das war jetzt eigentlich schon nur eine Vorbereitung auf die nächste. Fokusgurt. Das war jetzt eigentlich die Vorbereitung auf diese Attacke. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Hagelkörner. Ja, sie kann, sie ist gut darin, auf Zeit zu spielen. Das muss ich ihr lassen. Jetzt ist dein Fokuscode nämlich weg. Jetzt kannst du nichts mehr ausrichten. Mit 73. Was war das? Ja, das Beste hebt man sich doch immer zum Schluss. Leck mich doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht sein mit einer scheiß Matschbombe. Das hat mir schon beim Champ genervt. Krass, das verloren. Ich glaube, durch die durch den Sonntag sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt ist Feierabend. Ja, auch die gute Silvana hat uns ein bisschen was gefordert, muss ich sagen. Aber sie hat es am Ende nicht gewinnen können. Das ist unser zweiter Sieg von 8 insgesamt. Da fehlen mir die Worte. Ich hatte nicht den Hauch in der Chance. Einfach fabelhaft. Du bist einfach unglaublich stark. Wie stellst du das nur an? Na gut, lass mir zum Dank diese Sticker geben, die ich selbst auch verwende. Platzsticker. Ah. Gut, dann haben wir den zweiten Kampf auch besiegt. Der nächste ist dann Weiteburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es müsste Marinus sein. Wellenbrecher Marinus, Typ Wasser. Ich muss jetzt gerade ganz kurz mal zuvor. Ach, ich mache das in Weiteburg selber. Entschuldigung. Ich glaube, der dritte war jetzt. Herzog war es nicht. Warte mal. Ich muss jetzt gerade tatsächlich ran überlegen. Ich brauche nämlich die Reihenfolge. Ne, Hilda in Schleide. Jubelstadt. Flori. Krass, wer war denn Schleide? Hier. Damit haben wir Hilda. Die machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann ich muss jetzt tatsächlich die Reihenfolge. Ich gucke nicht nach, welche Pokémon jetzt die besitzen, sondern die Originalreihenfolge, weil ich weiß, wie weit es geht. Gut, Hilda ist die nächste
Und die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin und Wiedersehen. Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter mit den Rematches gegen die Arena-Leiter. Der nächste ist jetzt, oder die nächste ist jetzt die gute Hilda. Und die kümmern wir uns heute. Jetzt muss ich die Dinger wieder verschieben oder was? Ernsthaft? Hättest du die nicht weg? Hätte man die nicht wegmachen können, lassen können? Die ich jetzt gerne. Die hätte man jetzt ruhig weglassen können. Das heißt, ich muss nochmal das Rätsel angehen. Die ist aber nicht schlimm. Ah, jetzt muss ich diese scheiß Wand da. Warte mal, wie war das mit der komischen? Wie war das jetzt mit der Wand? Gut, das ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich jetzt die nochmal machen muss, dass wir der sagen, komm, wir treffen uns vorher in einem anderen Raum oder so. Wie war das jetzt? Jetzt muss ich da irgendwo nochmal ran. Doch mal weg. Mein Gott. So. Jetzt muss ich nochmal da ran. Die Wand verschieben. Und dann haben wir die Wand verschoben. Und dann haben wir den Weg da frei. Mein Gott. Gut. Wir fangen mit Kramchef an. Ich weiß nämlich nicht, was als erstes kommt. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Kev, ich habe dich bereits erwartet. Du hast also Cynthia besiegt und bist in die Ruhmeshalle eingezogen. Dafür hast du meinen Respekt. Aber ich war auch nicht untätig. Ich fordere dich heraus und werde mit aller Kraft kämpfen. Nimm also besser deine Deckung hoch. So, Capoeira ist das erste Pokémon, was sie hat. Alles klar. Du hast Bedroher drin. Steinkante. Das war mir ja fast klar, dass irgendwelche Pokémon von dir auf jeden Fall Steinkante haben. Oder Steinhagel oder so. Auch ernsthaft? Das überlebst du noch. Also gefühlt wird die Level gerade ein bisschen geringer, muss ich sagen. Ja, wir haben angefangen mit Level 68 und haben jetzt mittlerweile wieder 64. So, jetzt hole ich mir jetzt mal das Capoeira raus.
Genug getanzt, mein Freund. Jetzt bist du nämlich fällig. Skaraborn. Ja gut, Skaraborn ist vom Typ Kampf und Käfer. Das ist klar. Dankeschön, Krampfe. Nummer 2 auch weg. Also ja, vom Level werden sie jetzt gerade gefühlt immer ein bisschen geringer. Ich weiß nicht, wie es Marinos gleich geht, der Level 62 hat. Meditalis. Mixer. Level 72. Oh, okay. Na, schau, ich hätte vorher angefangen. Gerne. What the hell? Mit einem Volltreffer. Mit einem Turmkick haut's mich weg. Okay. Erwartet hätte ich es jetzt nicht, dass er mich da mit einem Hauwerk haut. Das Viech ist nämlich nicht unwesentlich schwächer als meiner. Hör doch. Ernsthaft? Du hast ja schon den zweiten mit einem Turmkick gehauen. Hör auf mit dem.